Also um den Faden wieder aufzunehmen, wir sind bei der E-Funktion. Sei nochmal daran erinnert, dass die Ableitung von der E hoch X-Funktion auch nur E hoch X ist. Demzufolge muss die Aufleitung dann E hoch X plus C sein. Jetzt haben wir uns damit nochmal auseinandergesetzt und haben gesagt, hier auf dieser Buchseite stand eine Funktion. Achtung, wir müssen die Kettenregel anwenden. E hoch X ist die eine und 3X ist die andere Funktion. F' von X ist ja U' mal V'. Also die kleine oben abgeleitet ergibt diese 3 und das andere bleibt so bestehen. Nochmal zur Erinnerung in Rot, wenn ich sage e hoch m und ich will das ableiten, dann bleibt das e hoch m. Wenn m aber 3x wert ist, muss ich diese 3x nochmal als Ableitung bilden. Ich könnte auch e hoch Kuckuck, e hoch sonst was schreiben, dann wäre die Ableitung immer e hoch Kuckuck, e hoch sonst was. Aber wenn in sonst was noch was drin steckt, dann muss ich das mit beachten. Okay, jetzt haben wir uns noch eine Übung einfallen lassen. Moment. Und hier gibt es eine Frage. Dann haben wir uns so ein blaues Beispiel jetzt einfallen lassen. Das kam noch dazu zu dem anderen Video. Was ist, wenn hier oben 7, also im Exponenten 7x² plus 8x steht? Naja, dann sind wir genauso stur und sagen, das hier oben abgeleitet ergibt 14x plus 8. Und müssen das, so wie die 3 hier, die die Ableitung von 3x ist, müssen das davor schreiben und der Rest bleibt wieder e hoch Kuckuck. Ne? Also den müssten wir dann wieder hinschreiben. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt gab es Übungsbeispiele und mit dem blauen Übungsbeispiel haben wir ja schon einiges gemacht. Da muss ich bei dem Video nichts weiter sagen, das kann jeder im anderen Video nachlesen. Wir besprechen es hier nochmal, ohne dass das Video weiterläuft. Wir haben dann eine Weile hin und her gefummelt und haben das versucht umzuformen, denn wir wollen ja auch allgemeine logarithmische Funktionen umbasteln. Und durch ein paar Überlegungen und Anwenden von Logarithmengesetzen haben wir gesagt, naja, wenn man das so lange hin und her fummelt, ich verweise auf das andere Video, dann kann ich sagen, dass a hoch x gleich, warte mal, dass a hoch x gleich e hoch x mal ln a ist. Und wenn ich das habe und das mit den oberen Erkenntnissen hier verquicke, mit der ganzen Ableiterei hier oben, dass ja eigentlich nicht viel passiert mit einer E-Funktion, wenn ich sie ableite, dann darf ich hier Folgendes sagen, wenn f von x a hoch x ist. Oder anders, statt a hoch x, ich e hoch x mal ln a schreibe. Und ich leite das hier ab, dass ich habe also a hoch x in e hoch x mal ln a umgewandelt und leite das ab. Dann habe ich wieder eine innere und eine äußere Funktion und kann sagen, dann muss das ergeben. Dann muss f' von x a hoch x mal ln a sein. Na, hoffentlich haben wir das. Ich möchte also a hoch x ableiten. Ja, a hoch x, einklammern und ein Strich dran heißt, die Ableitung davon bilden. Also, wenn ich das weiß, dass a hoch x gleich dem ist hier oben, dann kann ich das auch so schreiben und das ableiten. Achtung, äußere mal innere. Das eine ist und das andere ist. Ich mache es mal umgekehrt. Wir schreiben mal hier oben, die erste Ableitung von x mal ln a ist. Ln a ist ein zahlenmäßiger Wert, ist 1 mal ln a. Das ist eine Zahl. Ich könnte auch ln a mal x sagen, aber dann würde ich das blöder schreiben müssen. Ist einfach nur 1 mal ln a. Ja, langsam. Das hier oben. Das hier abgeleitet ist das. Jetzt geht's weiter. Und jetzt kommt der Rest. So wie hier oben. Diese Ableitung steht hier vorne. Und jetzt kommt der Rest und der bleibt so, weil e hoch x abgeleitet e hoch x bleibt. E hoch Kuckuck. Also schreibe ich jetzt mal e hoch x mal ln a. Kleiner Moment, hier gibt es eine Frage. Also nochmal, dass das klarer wird. Wenn ich Logarithmus Naturalis von 2 bilde, ja, dann ist das eine Zahl, die ich daraus kriege. Wenn ich Logarithmus Naturalis von 7,48 bilde, ist es auch bloß eine Zahl. Und wenn ich 3x habe und ableite, also 3x abgeleitet, da gibt es 3. Wenn ich, jetzt sage ich es mal anders,
ln2 mal x ableite, ergibt es ln2. Das ist nur eine Zahl, die dann übrig bleibt. Das steckt dahinter. So, das heißt also, das sieht hier ein bisschen doof aus, weil das x davor steht. Ich könnte auch sagen, ich bilde die Ableitung von x mal 3. Dann ist das auch bloß 3. Ich habe bloß die 3 jetzt nach hinten geschrieben. Genauso kann ich das umdrehen und kann sagen, x mal ln2 abgeleitet ergibt auch bloß diese Zahl. Ich habe jetzt bloß die Faktoren vertauscht. Ergibt ln2. Und wenn ich mir das so angucke hier, dann ist auch logisch, warum die kleine Ableitung 1 mal ln a ergibt. Natürlich, das sieht jetzt ein bisschen blöder aus. Diese 1 hier, die kann ich auch weglassen. Die resultiert aber aus dem x. Ich habe es ja hier auch immer weggelassen, hier unten. Aber ist richtig, genau. Wenn wir uns das jetzt aber mal vereinfachen hier, diesen Ausdruck hier, diesen, dann kann man doch zu folgendem, kann man doch Folgendes sagen, das hier ist ln a und das ist e hoch x mal ln a ist auch x. Hier, das kommt nämlich von hier oben. Wir hatten doch hier oben im Roten festgelegt, dass auch x e hoch x mal ln a ist. Demzufolge ist das nichts weiter als auch x. Naja, und jetzt müsste es eigentlich klar sein, dass f' von x gleich auch x, ich habe bloß die Faktoren hier wieder oben hin, andersrum hingeschrieben, auch x mal ln a ist. So wie es hier unten steht. Jo? Alle, die zugucken und das bis dahin soweit verstanden haben, wer nicht, der guckt sich nochmal das erste Video an. Aber das war lediglich der Beweis, dass das hier gleich dem hier ist. Das war der Beweis. Jetzt können wir auch mal QED dahinter schreiben. Ne? Also, jetzt ein paar Übungen. Damit ihr dann im A-Teil zumindest ganz gut aussieht. Das ist übrigens auf Seite, in unserem Buch auf Seite 279, die Aufgabe 14. Da kann man das schön nochmal nachvollziehen, auch ohne dieses Video. Also, Aufgabe A von 14 war, bitte das unbestimmte Integral bilden über 2 hoch x dx. Nach den anerkannten Regeln der Kunst. Das war ein bisschen böse, ich bin hier in der Zeile verrutscht, habe das frech hingeschrieben. Das hier ist dann eine spätere Übung. Wir bleiben auf der bisherigen Buchseite und darum geht es noch nicht, das machen wir später. Pardon, ich schreibe mal eine andere Aufgabe hin und zwar f von x soll sein 2 hoch x. Wir wollten ja ableiten, Entschuldigung. Wir haben jetzt hier einige Übungsaufgaben gemacht, kann jeder selber machen, das ist nicht das Problem. Aber wir sind jetzt hier an dieser Stelle hier, da sind wir ein bisschen ins Diskutieren gekommen. Normalerweise 1 durch 4 hoch x kann man umschreiben als 4 hoch minus x. Und jetzt war die große Frage, stimmt das hier? Das, stimmt das? Und jetzt haben wir mal umgeschrieben und haben gesagt, wir sind mal ganz stur, Gesundheit. Wir sagen 4 hoch minus 1 mal x, könnte ich ja auch schreiben als 4 hoch x mal minus 1. Und wenn ich jetzt ein bisschen höllisch aufpasse, dann sage ich, okay, das hier vorne, das stimmt. Also hier, der Teil, der stimmt, der ist nicht das Problem. Aber das Minus, das dürfen wir nicht vergessen. Okay. Gut, ja, nehmen wir noch ein Beispiel. Da haben sie uns noch einen unterwuchten wollen. Und zwar, ach nö, f von x ist 2 hoch x hoch 2. Und das mal bitte nach allen Regeln der Kunst ableiten. Ein Vorschlag. Da wir es ja hier mit einer richtig verketteten Geschichte zu tun haben, aufpassen, nehmen wir doch die Substitution und sagen, u ist x² und v ist 2 hoch u. So, und jetzt aufpassen, jetzt Kettenregel anwenden. Ne? Dann ist das Und dann machen wir. Also, wenn wir das mit u und v machen und das einfach mal ersetzen, dann ist die erste Ableitung von f von u 2 hoch u, immer wohlgemerkt, da steht eigentlich x² mal ln2, das ist nichts Besonderes, das ist das gleiche wie hier oben. Und jetzt kommt der Rest und jetzt müssen wir hinten nochmal u' nehmen. Und u' ist aber 2x. Und wenn ich das resubstituiere, das hier, ergibt das mein 2x.
Das ergibt mein LN2, was ich eh brauche. Und das resubstituiert mein, ergibt mein 2 hoch x Quadrat. Also die Ableitung, die steht hier, da ist er. Die echte, resubstituierte. Wir haben hier eine Übungsaufgabe, f von x ist 3e hoch 3x minus 2 plus Wurzel aus diesem Ausdruck, der dahinter steht. Es ist zu bilden die erste Ableitung. F' von x ist gesucht. Auflösung, hier das ist nichts Besonderes, die Ableitung von 3x minus 2 ist die 3, die wird davor gemalt und fertig. Und dann haben wir den üblichen Kram, das ist nicht schlimm. Und hier müssen wir aufpassen, hier haben wir die äußere Ableitung, nämlich der Ausdruck heißt ja, anders gesagt hier, hoch 1/2. Das 1/2 rutscht vor die Klammer, wird um 1 vermindert, also 1/2 mal Klammerausdruck bleibt. Und dann mal die innere Ableitung ist bloß noch 2 mal 2 ist 4, 4x minus 1. So, das waren jetzt noch ein paar Ableitungsübungen. Also wer Spaß dran hat, der kann das dann machen. Ich verweise auf äußere und innere Ableitungen und so weiter und so fort. Da muss man einfach bloß, ich sag mal ganz frech, straight schreiben. Hier Kettenregel anwenden bei diesem Ausdruck hier oben. Diese Wurzel ist hoch 1/2 und demzufolge rutscht das 1/2 nach vorne, wird um 1 vermindert. Das da drin bleibt stehen, das war die äußere. Und die innere Ableitung von 2x² ist bloß noch 4x minus 1, also hier und fertig. Genauso hier keinen Schreck kriegen, umschreiben, das hier ist umgeschrieben. Hey! Umschreiben und jetzt, die 2 bleibt stehen, das ist ein Faktor. Das ist ein Faktor einer Funktion, ich verweise nochmal drauf, wenn es heißt, f von x sei 3x², dann wird diese 3 mit nach unten geschleppt bei f' von x. Und zwar 3 mal, und die 2 wandert ja nach vorne, 2x, also 6x. Ne? Deswegen die 3, die bleibt, die 2, die bleibt hier. Äußere Ableitung, Cosinus von dem Klammerausdruck. Innere Ableitung, innere Funktion, g von x könnte dann 3x plus 5 heißen. Abgeleitet, da gibt 3. Peng. Irgendwann kann man den ganzen Kram auch zusammenfassen. Verzichten wir jetzt drauf, ich schließe das Video ein, zwei und ab.